Es ist Samstag, 23.37 Uhr und ich bilde mir ein, ich brauche für morgen Bagels. Und Bagels haben ihren Ursprung ja nicht in Amerika, aber wir verbinden Bagels mit Amerika natürlich. Und wo sie genau herkommen, verrate ich zum Schluss. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir das bitte in die Kommentare. Bin gespannt, wer es weiß. So, wir haben Mehl, wir haben warmes Wasser. Wir haben Hefe, wir haben Honig und wir haben Salz und ein bisschen Öl brauchen wir auch. Nachdem ich aber die Bagels dann über Nacht im Kühlschrank dann später lasse, werde ich dann in der Früh, wenn ich sie dann fertig mache, nochmal drehen. Das heißt, bitte wundert euch nicht wegen den Lichtverhältnissen, die werden sich etwas ändern, weil wir dann Tageslicht haben. Aber fangen wir mal an. Ich mache mir die Mischung in einer Schüssel und werde es dann auf der Fläche bearbeiten. Natürlich könnt ihr auch eine Küchenmaschine euch nehmen, einen guten Helfer mit einem Knethaken. Das sollte kein Problem sein. Und wir krempeln uns auch einmal die Ärmel hoch. Und die Uhr nehme ich auch ab. Und als Beweis, wie spät es ist, in die Schüssel kommt mal die Hefe hinein. Dann kommt das Wasser hinein. Und das werde ich mal mit einem Schneebesen gut durchrühren. Und jetzt kommt auch der Honig rein. Man kann es natürlich auch mit Zucker machen oder mit Gerstenmalz, Gerstenmalz-Sirup, um genauer zu sein. Aber ich möchte keinen Zucker verwenden, deshalb nehme ich den Honig. Es ist außerdem alles wieder bio geworden. So, jetzt gebe ich den Honig hinein und das mischen wir auch gut runter. Also Salz gebe ich ganz zum Schluss hinein. So, wir haben alles aufgelöst und jetzt kommt das Mehl hinein. Mit sauberen Händen werden wir das jetzt vermischen. Bagel hat ja im Verhältnis zu anderen Gebäck einen niedrigen Wasseranteil. Jetzt wird es auch schon dicker und jetzt holen wir uns das auf die Arbeitsfläche. Und zwar alles, den Rest machen wir alles auf der Arbeitsfläche. Das müssen wir wirklich gut durchkneten. Also ich werde jetzt ein 15 Minuten Teig-Workout machen. In der Maschine wird es wahrscheinlich nur so 6-7 Minuten dauern. Aber oldschool. Und wie ihr seht, braucht man hier kein Mehl, es bleibt nicht kleben. Und eigentlich ist die Arbeitsfläche sauber, also keine groben Mehlreste, Teigreste, die kleben bleiben. So, jetzt formen wir uns eine Kugel. Alkohol. Dann nehmen wir uns noch eine saubere Schüssel, ein bisschen Öl hinein und dann legen wir das hier hinein, fahren ein bisschen mit dem Öl rundherum, dass nichts, ja, nichts kleben bleibt. Ja, das Salz ist natürlich auch schon drinnen und das habe ich natürlich vor dem Kneten schon hineingegeben. So, wir decken das ab und wir lassen es ungefähr 20 Minuten stehen, Zimmertemperatur abgedeckt und nichts tun. 20 Minuten sind vergangen, der Teig hat sich
mindestens verdoppelt. Und jetzt holen wir uns das raus. Und, also wir portionieren das jetzt. Wir machen wir 8 Teile. Also ich halbiere das mal. Mach mal wie eine Torte teile ich das. Das ist ungefähr gleich groß. Dann haben wir eine Waage. Also wir schauen, dass wir bei 80 Gramm liegen ungefähr. Also das passt. Das ist ein bisschen zu viel. Also zwischen 80 und 85 Gramm hat ein Stück. Und jetzt formen wir uns Kugeln, indem wir das unten reinfalten, von oben unten reinfalten und dann einfach drehen. Doch, die Fingerspitzen sind auf der Oberfläche und wir drehen es einfach ein. Haben wir so Bällchen und ich habe mir hier hergerichtet Backblech mit Backpapier und das legen wir uns einfach drauf. Sieht das aus, das Backpapier, damit es nicht kleben bleibt. Ja, man kann es auch noch einölen, wenn man will. Und das lassen wir noch einmal stehen und dann geht es schon ans Formen. Also sie sind noch einmal ein bisschen aufgegangen und wir beginnen sie jetzt zu formen. Es gibt da zwei Varianten. Variante 1 ist einfach mit dem Finger reinfahren, bis man den Boden erreicht und dann ausdehnen. Und das soll ruhig ein größeres Loch sein, weil das zieht sich ja wieder wegen dem Gluten zusammen. Und beim Backen geht es eh auf, also es darf ruhig so aussehen. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, dass man es ausrollt. Und zwar so gleichmäßig wie möglich ausrollt. Wie ihr seht, man braucht kein Mehl. Und dann einfach um die Hand legen zusammendrücken, weil das muss gut verbunden sein und dann dehnt man es auf dieselbe Art. Also wie ihr seht, es ist nicht schwierig. Es kommen wieder alle aufs Blech. Und ab in den Kühlschrank und wir sehen uns gleich. Guten Morgen. Es sind jetzt 8 Stunden ungefähr vorbeigegangen.
mal einen Kaffee. Gut. Ich habe mir schon hergerichtet Sesam und Mohn. Kommt dann drauf. Backblech mit Backpapier. Ja, und Honig. Weil wir werden ja die Bagels kurz kochen, sagen wir so. Also ich werde sie 30 Minuten ungefähr reinhauen. Da gehen wir jetzt, das sind so 2 Esslöffel Honig rein, ins Wasser. Also die konnten jetzt rasten, viele Stunden lang. Die sind auch ein bisschen aufgegangen im Kühlschrank. Und man sagt, je länger, desto geschmacksvoller werden sie. So, den Ofen heize ich mir jetzt auf 220 Grad vor. So, eins. Zwei. Drei. Also 30 Sekunden ungefähr. Je länger, desto bissfester. Also es würde auch eine Minute 30 gehen. Das heißt, es ist Luft da. So, wir machen die nächsten 3. Und bei diesen 3, die schon draußen sind, die machen wir mit Sesam. Und ich mache sie Vollgas mit Sesam, also wirklich rundherum. Dann lege ich sie mir wieder drauf. So. Die letzten 3. Also 3 mit Sesam mache ich, 3 mit Mohn und 3 nur mit ein bisschen Salz drüber. Der Ofen ist heiß, das heißt, wir schmeißen sie jetzt rein. Sie müssen goldbraun werden, dann holen wir sie uns. So sieht das aus mit den Bagels. Die sehen wirklich toll aus. Und jetzt werden wir das ein bisschen auskühlen lassen. Also wir probieren den jetzt gleich. Also wir haben hier den nur mit Salz. Ist knusprig. Es ist knusprig. Ja. Super. Schaut sich das an. Ist knusprig außen, luftig innen. Butter reicht oder Frischkäse aufschneiden mit Lachs, Avocado. War nicht schwierig. Und ich bin bereit. Ach so, ja. Ja, wie gesagt, Bagels verbindet man sofort mit den Vereinigten Staaten oder dem nordamerikanischen Kontinent. Aber ursprünglich kommen sie aus Polen. Ist nicht so weit weg von uns. Also, Rezept kommt online. Viel Spaß beim Nachmachen.